Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei unseren Bruteiern darum, sie zu kühlen und zu lüften. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Ja, willkommen an Tag 3. Ich zeige euch nochmal die Grafik, die dabei liegt. Am Tag 3 geht es jetzt los mit dem Kühlen. Und zwar einmal täglich ca. 10 Minuten. Und das machen wir bis zu 3 Tage vor dem Schlupf. Das Kühlen ist wichtig, um einmal einen Luftaustausch vorzunehmen und, und Zufuhr natürlich von frischem Sauerstoff zu ermöglichen. Ganz, ganz wichtig ist, einen Timer zu stellen. Erfahrungsgemäß vergisst man das sonst leicht und es darf wirklich nur 10 Minuten und danach muss die Haube wieder auf. Nicht, dass man das vergisst und die ganzen Bruteier sind hinüber. Was ich dann auch immer noch mache, ist, dass ich mir nochmal selber meine Liste anfertige und mir immer genau aufschreibe, welche Uhrzeit ich an welchem Tag was gemacht habe. Kann ich auch nur jedem empfehlen. So, bevor wir jetzt anfangen zu kühlen, muss der Netzstecker gezogen werden. So, schon brummt es nicht mehr. Dann vorsichtig die Haube abnehmen und am besten auch so weglegen, damit es nicht zu viel auskühlt. Also nicht umdrehen, dass die ganze Wärme da nicht alles entweicht. Natürlich nicht vergessen, den Timer zu stellen. So, jetzt ist es so, dass die Empfehlung ist, die Eier, die drin in der Mitte liegen, die sollen nach außen und die außen nach innen. Das heißt, ich drehe jetzt alle Eier einmal so um. Dass immer das Äußere nach drinnen kommt und das Innere nach außen. Und dann auch wieder Spitze an Spitze. So, jetzt lasse ich das also so liegen und wenn die 10 Minuten um sind, dann kommt die Haube wieder rauf und dann stecke ich den Netzstecker wieder rein und dann haben wir unsere Aufgabe für den heutigen Tag erledigt und dann, das machen wir dann jeden Tag. So, die 10 Minuten sind um, die Haube kommt wieder drauf. Wieder schauen, dass der der Wendestab wieder zwischen diese beiden Stäbe kommt, um zu wenden. Und dann auch wieder den Netzstecker rein. Und weiter geht's. Hier ist natürlich die Temperatur jetzt abgefallen. Bloß nichts dran machen, nichts verändern. Die fährt ganz schnell auch wieder hoch. Hier noch einmal der nächste Tag im schnelleren Durchlauf. Als erstes den Netzstecker ziehen, den Timer stellen, auf keinen Fall vergessen, 10 Minuten. Dann einmal die Eier umtauschen, die von der Mitte nach außen und die von außen nach innen. Das alles so lassen. 10 Minuten warten. Dann den Deckel wieder drauflegen. Schauen, dass der Wendestab auch zwischen den beiden Rollen liegt. Und den Netzstecker wieder reinstecken. So, das war der zweite Teil von meiner Reihe vom Brutei zum Huhn. Und dann sehen wir uns beim dritten Teil wieder, wenn es um das Schieren geht. Bis dann, tschüss, eure Angela.